Hallo meine lieben Leute, euer Blöx-Human wieder am Start und wir machen jetzt weiter mit euren normalen Leveln und wir fangen heute an mit dem Level von Noah, nämlich der Challenge Mansion. Okay, es ist ein Jump-Skill-Level und ja, ein Challenge-Level, ne? Ja, genau. Alle drei Sachen auf einmal. So, und dann schauen wir mal, wie das so ist. Es ist so ein Level, wo man ein bisschen rumprobieren muss, bevor man weiterkommt und, oh, jetzt dachte ich muss wieder nach links, aber nein, das war nicht so. Na gut. Ach, shit. Na gut, die Effekte nerven da ein bisschen auch, aber, na egal. Was ist da unten drin? Ja, wahrscheinlich nur ein One-Up. Von daher gehe ich da nicht rein. So. Gut, gehen wir hier aber rein. Genau. Und müssen wir groß bleiben? Wir können auf jeden Fall groß bleiben. Ich frage, ist das so gewollt? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich mach's einfach mal. Ja, ich glaube, es ist doch besser, wenn wir klein sind. Oder? Na, ich weiß nicht. Ja, wo muss ich eigentlich hin? Sollte da nicht ein Bumper oder so sein? Ah, da kommt er wieder. Ah, okay, ich muss mit dem Bumper mitgehen. Und ja, in der Tat wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich klein wäre. Na gut. Egal, oh Gott. Oh Gott, bitte stirb nicht. So, okay. Und dann sowas. Ups. Okay. Also das, die Level-Elemente erinnern mich an verschiedene Level, die ich schon mal gespielt habe. Und teilweise sogar gespeedrunnt habe. Ne? Aber es macht ja nichts. Genau. Brauchen wir alle drei Münzen? Wahrscheinlich. Gut. Ah, und hier müssen wir klein werden. Gut, hat er vielleicht den Fall doch irgendwie einberechnet, dass man groß bleibt. Alles klar. So. Jawohl. Ach, scheiße. Ja gut, dann kann ich aber mal schauen, was in diesem Block ist. Ein One-Up. Okay. Das brauchen wir nicht, aber naja, es schadet ja auch nicht. So. Mein Ziel ist es hier, nicht an einem Timeout zu sterben. Das ist mein Anspruch. Mal schauen, ob ich es schaffe. So, ist hier die dritte Münze gleich? Wäre ganz cool. Ah, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, dann hier rein. Ne. So, dann hier rein. Jawohl. Und dann... Ach. Gut, wir müssen im letzten Moment losspringen. Okay. So, das kriegen wir noch hin, oder? Nee, noch ein bisschen später. Ich hasse Eis. Okay. Ah, das ist schwierig. Das ist nicht leicht. Gut. Come on. Jawohl. So, perfekt. Und da ist die letzte Münze. Gut, und dann müssten wir jetzt wieder im Schlüsselraum sein, ne? Jawohl. Und ja, dann gehen wir gleich auch mal rein. Noch ein Checkpoint? Nee. Okay. Aber sowas hier. Bitte kein Tod. Und hier ist das Ziel. Ja gut. Da war es mit der Zeit doch ziemlich einfach. Was hatte ich jetzt übrig? 300 irgendwas Sekunden, ne? 374 kann es sein? Na, ich sehe es ja jetzt gleich. Ja, so ungefähr, ne? Genau. So. Ja, ich gebe dem auf jeden Fall einen Stern. Wo mir das ehrlich gesagt nicht so gefällt, wenn man nach Sternen direkt battles, ne? Also mehr oder weniger battle, ne? Aber egal. Ich glaube, dafür wird man auch gesperrt. Oder kriegt eventuell eine Strafe vom den Nintendo-Moderatoren, wenn man offensichtlich nach Sternen battelt. Also, ja. Ich glaube, das sehen die nicht so gerne. Aber aktuell kümmert sich eh keiner um Mario Maker. Von daher ist es auch wurscht. So, wir spielen jetzt auf jeden Fall ein Level von Darkrai. Hinter dir, behind you. Okay. Und es ist kürzer, also ein kurzes Level und mit ein bisschen Frust. Okay. Und hinter mir ist der Tod. Dann schau ich mal. Ach so, ist das so ein Level, wo ich nicht... Ah, ja. Okay. Ich darf nicht nach hinten schauen. Ja, solche Challenges gibt es dann auf dem 3DS-Spiel. Und die gibt es dann richtig und das hätte ich nicht machen dürfen. Und hier auf der Wii U-Version muss man das so, ja, so bauen, ne? Aber was noch nicht klar ist... Ach Gott. Ist, ob, ob man die Challenges auf der 3DS-Version auch machen kann oder nicht.
Wenn man das machen kann, dann wäre das durchaus ein Kaufgrund, aber naja. Dann fehlt immer noch diese fehlende Online-Funktion. Und das hätte ich nicht machen sollen. Ich glaube, der Boo, der dafür verantwortlich ist, dass der P-Switch aktiviert wird, der ist jetzt halt schon an der Grenze, ne? So. Ich sollte mich auch beeilen, weil der eine Boo verfolgt mich. Und hier hätte ich rennen müssen. Okay. So, dann rennen wir jetzt mal hier. Okay, aber vielleicht nicht zu schnell. Bisschen abbremsen vielleicht. Nein! Ich wollte nicht dahin drücken. Scheiße. Ah, das macht man ganz automatisch. Das ist meine Sprungtechnik, dass ich immer so ganz kurz nach links ausschlage. Oder immer so hin und her schlage, ne? Das mache ich immer. Mann. So, okay. Okay, nicht nach links gucken, bitte mal. Joach, nein, warum mache ich das? Ah, das ist der Checkpoint. Den kriege ich doch. Jawohl. Und ab jetzt müsste es ja funktionieren, ne, wieder, ne? Aber ich sterbe trotzdem erst einmal. Und da ist das Ziel schon. Okay. Aber den Checkpoint haben wir so erreicht. Das gefällt mir. So. Ach so, es geht noch weiter. Okay. Gut, dass ich da nochmal reinkam. Und jetzt muss ich in die Richtung gucken. Okay. Ach Gott, ich kann den Kommentar nicht lesen. Und selbst wenn ich tot bin, kann ich ihn immer noch nicht lesen. Waren da Augen da unten? Ich habe da Augen gesehen. Ein bisschen creepy, ne? Aber die Musik zeigt es ja, ne? Ach, das war so ein Kommentar wahrscheinlich. Da merkt man erst, wie oft man sich umdreht. Ja, da hast du recht. Lieber Kommentarschreiber. So, ach nein! Ja. Und das... Ich wollte gerade gucken, ob das Augen waren, aber das war anscheinend so ein Notenblock, der... Ah! Der halt so aussah wie Augen, ne? So, nochmal. Und ich will mich immer zu sehr beeilen, aber das sollte ich nicht und... Warum mache ich das? Ja. Ah, ich drehe mich immer automatisch um. So, jetzt kriegen wir das doch hin, oder? Nein, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Okay, okay, okay. Ich mache jetzt langsam. Ganz in Ruhe. Dann sollte ich es ja schaffen. Hoffentlich. So. Aber ich bin schon wieder so schnell unterwegs. Nein, nein. Nein, ich bin zu schnell unterwegs. Ich bin zu schnell unterwegs. Ach man, ich kann solche Level nicht. Ach Gott. So, jetzt doch. Oh nein, ich bin schon wieder zu schnell gewesen. Ach Gott. Also das ist echt frustrierend, wenn man mich in der Geschwindigkeit einschränkt. So, jetzt ganz langsam. Jawohl, genau. Am besten muss ich auf den Block eigentlich nicht, ne? Nee. Das kriegen wir doch hin. Nein, 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 nein. Ach Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum bin ich so schnell? Nein, ich bewege mich wieder. So, komm, 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 komm. Jawohl. Geht doch, ist doch nicht so schwer. Okay, was passiert hier jetzt? Checkpoints und Stern. Na gut, auf den verzichte ich mal. Ich glaube, dann würde ich sterben. Zumindest sagt das Level das ja aus, ne? So, aber ich bin einmal groß. Okay, aber ich bin schon wieder so schnell. Na egal, das geht ja hier vom Weg. Okay, die Boosts stören nicht. Und ja. Okay, ab in die Röhre. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt, nämlich dieser hier, genau. Den haben wir schon relativ am Anfang gesehen und hier ist das Ziel dann. Jetzt kann ich mich theoretisch schon umdrehen und es passiert nichts mehr. Okay. Ja, war tatsächlich theoretisch schon ein kurzes Level. Ich habe mich ein bisschen angestellt, aber ja. Wenn man nicht so schnell sein darf, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, ne? Okay. Wer kommt jetzt dran? Der Bohnenboy. Der Bohnenboy. Aber hier ist der YOLO. Okay. Bohnenboy. YOLO. Wie auch immer. Genau. Es ist ein Rätsellevel. Okay. Und keiner hat es abgeschlossen von den dreien. Mal schauen, wer es gespielt hat. Kenne ich den? Vielleicht? Oder irgendeinen? Nein. Okay. Dann legen wir mal los. Und ich muss die Red Coins sammeln. Und... Wenn ich nicht alle habe, kann ich noch einen zweiten Weg gehen. Okay. Ach, und ich darf mich wieder umdrehen. Juhu. Schmeiß ich den P-Switch mal hier drauf. Genau. Ah, ich brauche einen Cooper. Ja. Gut. Cooper, wo bist du? Ich will dich missbrauchen. Ich brauche einen Cooper.
Was ist denn hier eigentlich? So. Ah, da, da, da. Ach, da war eine Münze. Okay, ich verstehe. Aber ich habe die Münze wenigstens gekriegt. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ach, scheiße, das wollte ich gar nicht. Nein. Okay, ich drücke nicht den Halteknopf. Dann nimmt er nämlich das Trampolin nicht auf. Jawohl. Oh Mann, ich darf nichts drücken. Okay. Aber mit dem P-Switch kriege ich diesen, kriege ich diese Red Coin nicht. Ach so, und der Trump steht auf solchen Blöcken. Ja, theoretisch kann ich da drauf. Rein theoretisch, aber ich denke mal, es gibt einen Cooper hier. Irgendwo gibt es einen Cooper. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Und wofür brauche ich den P-Switch eigentlich? Ich gehe nicht davon aus, dass ich den immer noch brauche. Da ist eine Bahn. Okay. So. Gut, da wünsche ich mir die Deutsche Bahn zurück. Bei so einer gefährlichen Fahrt. Okay. Wo endet das jetzt? Hier, bei den Wigglern und Checkpoints. Okay. Aber mir fehlt ja immer noch die eine Münze. Den kriege ich ja nur mit dem Cooper. Oder war da unten vielleicht eine Münze versteckt irgendwo? Ne, das kann auch sein. Aber ich habe eine Feder. Ich aktiviere das mal. Schadet hier nicht. Ach, gut. Jetzt ist der P-Switch eh weg. So. War das so gewollt? Ich hätte ja eigentlich gleich drauf gehen können, ne? So. Okay, mehr Musik. Ups. Ich habe das Gefühl, ich muss nicht da runter, sondern hier rein. Okay. Aber mir fehlt die Münze. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass ich die irgendwie hätte kriegen können. Scheiße. Kann ich da oben lang? Fragezeichen. Wahrscheinlich nicht. Nee, okay. Ja, dann weiß ich nicht, wo ich hin muss. Meinen Stern auf jeden Fall nicht holen. Muss ich wieder zum Start zurück? Oder kann ich einfach so zum Ziel fliegen? Das wäre lustig, aber in der Tat kann ich das. Und ist hier noch eine Tür? Man weiß ja nie. Nee. Ja, okay. Habe ich das Level halt so abgeschlossen, ne? Kann man ja mal machen. Genau. Und ich suche mir dann noch ein kurzes Level raus und wir sehen uns gleich wieder. So, spielen wir noch zum Abschluss das Level von Luana. Und es ist ihr erstes Level. Es besteht aus 3 Challenges, die man schaffen muss. Und ja, sie hat um Kritik gebeten. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht. Es ist ein erstes Level, ne? Also, da kann man eigentlich alles kritisieren bei einem ersten Level. Ja, also... ja, und deswegen werde ich mich jetzt einfach auf das beschränken, was mich halt wirklich stört. Also sollte es sowas geben. Ja, hier die Röhren sollte man nicht so in der Luft zum Beispiel hängen lassen. Das ist nicht so schön. Designtechnisch. Dann... ja genau, doppelte Wände. Also niemals so eine Einblockwand bauen. Das sieht nicht so schön aus. Also immer mindestens 2 haben. Also zumindest gefällt mir das sehr gut. Genau. Jetzt bin ich der Kritiker hier. Ja, hier die Röhre war auch wieder nicht durchgezogen. Das sieht auch nicht so schön aus, aber hier ist es zumindest irgendwo angedockt. Genau. Ich hole mir jetzt hier nochmal den Stern. Genau. Und ja, ein Mancha-Run. Oder Stachel-Run. Ja. Sehen designtechnisch nie gut aus, ne? Okay. Ja, hier wieder in die Röhre. Und... ja, doch, das ist okay mit der Röhre an der Wand. Okay. Aber sie sollte nicht in der Luft stehen, so wie hier. Das geht gar nicht. Und, ah, okay, da kommt Flammen. Und irgendwo gibt es einen Yoshi, habe ich gehört. Wobei man den Yoshi eigentlich relativ spät freischaltet. Na, egal. Ich empfehle dir, die Röhren schöner zu gestalten. Ja, ich auch. Ich habe das Gefühl, es gibt keinen Yoshi hier. Und ich habe mich, glaube ich, nur verlesen. Wofür habe ich jetzt den P-Switch gebraucht? Ach, hierfür. Und es war zu spät und bin ich tot. Ja. Shit. Doch, es gibt sogar einen Yoshi. Okay, ich habe mich nicht verlesen. Und jetzt muss ich alles nochmal machen. Ja, so ein Checkpoint-System kann man auch bauen. Das ist dann so, dass man hier am Anfang zum Beispiel einen Checkpoint baut. Und
ja, dann am Ende jeder Challenge auch nochmal ein Checkpoint. Und die Wege müssen sich dann halt in dem anderen Raum kreuzen direkt. Also, das kann ich jetzt schlecht erklären. auf jeden Fall hier ein Checkpoint und nach der Challenge kommt dann ein Raum mit den jeweiligen Münzen, die man kriegt. Und, whoops, und dann kommen die Wege wieder zusammen und dann baut man den Checkpoint dahin oder so ähnlich, ne? Genau. So, wir sind noch wieder in der dritten Challenge. Ich guck mal, was hier unten noch ist. Wahrscheinlich nichts. Ne, okay. Gut, hier kann ich auch auf den Swamp direkt gehen. Da brauche ich gar nicht warten. So, und ich kann mir theoretisch einen P-Switch mitnehmen. Ich hoffe, da kommt einer raus. Da kommt keiner raus. Oh. Also da hättest du einen P-Switch in die Röhre platzieren müssen, damit der unendlich rauskommt. Weil so ist das echt nicht gut und jetzt bin ich tot, oder? Ach Gott. Ja, okay, das ist nicht schön. Nee. Und, ja, da sollte es eine Reset-Möglichkeit geben. Also wenn es schon kein Checkpoint-System gibt, dann sollte es eine Reset-Möglichkeit immer geben. Genau. Und jetzt mache ich die Challenge 3 zuerst, weil das die schwierigste Challenge ist, sage ich jetzt mal. Wo ich jetzt schon auch schon zweimal gestorben bin. Und ja, jetzt sollte ich dann das schaffen, ne? Ja. Aber die Röhre, die zeigt an, dass da eigentlich ein P-Switch immer rauskommt. Aber na egal. So. Ja. Die Challenge war jetzt nicht schwer, aber ja, gut. Ich glaube, man merkt, was ich sagen will. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder vor der Schlüsseltür. Ach Gott. Oh. Ja, die erste Challenge ist doch die schwerste. So, da bin ich wieder. Hab jetzt den Schlüssel bekommen. Und ich hoffe, jetzt kommt ein Checkpoint. Ah, da gibt's einen. Okay, gut. Ja, hast du daran gedacht, die Checkpoints zumindest hier dann zu finden? Das ist doch schon ganz cool. Und wir haben eine Feder jetzt. Das heißt, wir können ja eigentlich drüber fliegen, ne? Spricht nichts dagegen, ne? Also, ah, okay. Wir können es nicht ganz machen. Aber wir erleichtern uns das ziemlich. Und wir brauchen Feuer. Okay. Gut, wo gab's das Feuer? Ah, am Anfang, ne? Ja. Das Feuer kann man auch nur einmal holen. Also, da fehlt auch die Reset-Möglichkeit. Ach Gott, Yoshi. Ah, der kommt nicht mehr zurück, ne? Nee. Jetzt muss ich mich wieder umbringen. Und ja. Senke wieder die Abschlussrate, ne? Genau. Wobei das jetzt nicht so der Fehler war, aber nach einem Checkpoint muss man nicht unendlich oft ein Yoshi platzieren, also ein Yoshi-Ei in der Röhre, ne? Nee. Ach Gott, nein! Na gut, dann senke ich nochmal die Abschlussrate. Es tut mir leid. Ich hätte das Feuer sowieso gebraucht, ne? Ja. Okay. Alles klar. Und ja, ich hätte auch... Ach so, ich kann auch hier drüber fliegen. So, stirb. Okay. Okay, alles klar. So. Ich hätte jetzt wieder fliegen können, ne? Na, egal. Wo brauche ich den Powerblock? Hier oben. Ach, nein. Was mache ich denn für einen Scheiß? Ich drücke die Abschlussrate, ne? Aber wenn ich fliegen kann, kann ich den Mancha theoretisch töten. Ich probiere das mal, aber das wird schwierig. Nee, ich kann hier keinen Speed aufnehmen. Und da fehlt ein Block, der in die Lava führt. So. Wow, nein. Okay. So. Ja, jetzt aktiviere ich hier den Power... Ach so, den Powerblock brauche ich. Oh Gott, ich habe immer noch die Flamme. Nein. Nein. Ich hätte den ja noch nehmen können. Na egal. So, kriegen wir das jetzt hin? Das ist die Frage der Fragen. Ich hoffe doch. Bitte. So, jetzt haben wir den Powerblock. Jawohl. Okay, geht doch. Und jetzt sind wir im Ziel. Bowser, hi. Ah, du störst nicht. Okay. Ja. Also man kann sehr viel verbessern. Auch schon von Anfang an. Und ich denke mal, beim zweiten Level oder ja, beim nächsten Level würde das dann schon besser aussehen. Genau. Und ja, das war's dann wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich gebe dir mal einen Stern zum Start. Ich weiß nicht, wie viele du hast, aber ich gebe dir mal einen. Und baue auf jeden Fall noch ein Level. Und ja,
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Plüxu und ciao!